Es ist wunderschön zum Fahren. Es macht keinen Lärm. Es ist so still. Immer wenn ich zu Abend heimkomme, fahre ich auf den Platz vor der Ladestation und über Nacht lade ich auf. Das ist überhaupt kein Problem. Hallo Kevin. Hey, es freut mich. Ich tue Hypermeilen. Und was ist das? Das ist ein englisches Wort für sparsam und effizient Autofahren. Und da kannst du mir ein bisschen helfen dabei? Wir können das zusammen ein bisschen coachen, ja. Ja, ist gut. Gerne, ja. Der Felix wird mich wahrscheinlich instruieren, wie man Strom spart beim Fahren. Wir werden wahrscheinlich irgendwann auf einen Berg fahren und dann aber das Auto wieder aufladen. Also wir haben hier eine relativ grosse Karte von Mitteleuropa. Unsere Position ist der rote Pfeil. Und wir sehen ungefähr luftlinienmässig den Radius, den wir mit dem Auto machen könnten. Also die Distanz, die wir ungefähr erreichen können mit einer Batterieladung, und da sehen wir, das geht weit ins Deutsche raus, in Schwarzwald, rechts in die Bodenseeregion, ins Bündnerland, aber bis ins Tessin, so gegen Bellinzona. Mein Rekord ist jetzt 254 km über 3 Pässe, allerdings bin ich schon sehr verhalten gefahren. Eigentlich hat so ein Elektroauto fühlt sich am wohlsten so bei 40 bis 50 Stundenkilometer. Und wenn man dann statt 90 120 fährt, dann geht der Verbrauch recht hoch und die Reichweite geht natürlich zurück. Der Motor, der braucht im Moment 10 Kilowattstunden, je nachdem wie viel Gas wir geben. Die Klimaanlage brauchen wir nicht, weil es aussen relativ frisch ist. Die Elektronik vom Auto ABS, die braucht ein bisschen Strom, aber ganz wenig. Ein bisschen Zeit einplanen und ein bisschen gemütlicher fahren und akzeptieren, dass einem links auf der Autobahn überholt. Letztendlich macht es dann am Schluss Spass. Aha. Ich habe so und so viele Kilometer fertig gebracht. Wir sind bei Zürich auf der Autobahn, Richtung Chur, gehen aber Samstag raus, fahren etwa 400 Höhenmeter drauf auf das Plateau von Einsiedeln. Dort quer über den Silsee, über die grosse Brücke. Und dann gehen wir rauf auf das Sattel, 300 Höhenmeter. Ziemlich Anstieg. Wenn man jetzt bergauf fährt, braucht er natürlich bis zu viermal mehr. Auch ein Verbrenner natürlich. Braucht wesentlich mehr bergauf. Und dann lohnt es sich bergauf, gleichmäßig zu fahren. Und vor der Kurve frühzeitig ab dem Gas, dass man vor der Kurve bergauf nicht bremsen muss. Ein Velofahrer würde ja nie bergauf bremsen. Ja. Vielfach lohnt es sich, wenn man frühzeitig ab dem Gas geht und gleitet, dass man quasi eine Gasphase hat. Dann eine Gleitphase, wenn man vorausschaut und sieht, vorher muss ich das Tempo reduzieren. Und dann am Schluss eine Rekuperationsphase. Jetzt haben wir zum Beispiel bereits wieder Rekuperation mit minus 10. Nur der kleine Stutz dort ab, oder? Ich denke, wenn man von der Steckdose leben kann, dass man für die Umwelt doch einiges tut. Der hat nichts hinten raus, was nicht gesund ist. Für das ist es mir wert, auch ein bisschen mehr Grips zu brauchen beim Planen. Sind wir auf dem Sattel, haben noch 50% auf der Batterie und noch 76 km Entfernung. Jetzt sind wir gespannt, was wir rekuperieren können. Schon bald werden wir hier 51 sehen. So nach meinen Erfahrungen geht es etwa 120 Höhenmeter pro Prozent. Wir sind 700 Meter tiefer
Und wenn wir einen Blick machen, hier auf die Anzeigetafel, sehen wir, aha, 55% Batterie, 6% mehr als auf dem Satellit, 85 km Entfernung, wir können also das Auto sagen, wir können weiterfahren als auf dem Satellit. Und der Energieverbrauch auf der ganzen Abfahrt war 0,0. Das schafft man nur mit einem Elektroauto. Eigentlich müssen wir gar nicht laden. Aber wir können das sowieso in die Kabine. Dann laden wir den. Wäre eine Verschwendung. Ja, das ist gut. Zum Wohl miteinander. Danke. Mit dem Kia kommt schon praktisch rund um die Welt. Ja, das ist eine schöne Fahrt, aber es hat Spass gemacht.